20 Heilpflanzen für ihren eigenen Garten und deren Heilwirkung. In einer Welt, in der chemische Arzneimittel den Markt bestimmen, vergessen wir oft, welche heilende Kraft die Natur in sich trägt. Viele Heilpflanzen werden nicht als solche wahrgenommen, doch ihre Wirkung kann enorm sein. Wir stellen Ihnen jetzt 20 Heilpflanzen und deren Heilwirkung vor und verraten außerdem, wie man diese Heilpflanzen im eigenen Garten anbauen kann. Eukalyptus. Ursprünglich kommt der Eukalyptusbaum aus Australien und wurde schon immer von den Ureinwohnern als Heilmittel benutzt. Die Aborigines benutzen die Blätter des Baums zum Beispiel für ihre Mundhygiene. Erkennen können sie die Blätter an ihrer länglichen und schmalen Form. Der Baum selbst kann bis zu 60 Meter hoch werden. In unseren Regionen bleibt er allerdings deutlich kleiner, mit einer Höhe von 300 bis 500 cm. Da Eukalyptus so unglaublich schnell wächst, eignet sich die Pflanze eher nicht für das Blumenbeet. Alternativ können Sie aber auf den Moosgummi-Eukalyptus zurückgreifen. In warmen Regionen ist dieser nämlich winterfest. Eukalyptus wirkt allgemein schleimlösend, aber hilft auch bei Muskelkrämpfen und Rheuma. Zur heilenden Anwendung kommen hier entweder getrocknete Blätter oder etwa das aus der Pflanze gewonnene ätherische Öl. Traubensilberkerze. Ihre Heimat hat die Traubensilberkerze in Nordamerika. Auch dort waren es die Ureinwohner, die bereits früh die Wirkungskraft der Pflanze entdeckten. Es handelt sich hier um ein Hahnenfußgewächs, das auf Wiesen und Feldern zu finden ist. Die Traubensilberkerze erreicht eine maximale Höhe von 2 Metern und die Blüten erinnern stark an Traubenstöcke. Diese Heilpflanze ist eine echte Alternative zu künstlichen Hormonen. Vor allem kann sie Frauen bei Problemen während der Wechseljahre unterstützen. Ebenso kann ein unruhiger Schlaf oder wechselnde Stimmungen mit der in Dragees oder Tabletten verarbeiteten Wurzel ausbalanciert werden. Die Traubensilberkerze fühlt sich in Beeten wohl und gedeiht sowohl im Schatten als auch in der Sonne. Beinwell. Diese wunderschöne Pflanze blüht zwischen Mai und August und ist zu erkennen an ihren violetten oder weißen Glocken. Sie kann bis zu einem Meter hoch wachsen, während ihre Blätter ganze 20 cm lang werden können. Während die Blätter auch medizinisch verwendet werden, ist es aber vor allem die Wurzel, die die heilende Wirkung in sich trägt. Die Pflanze wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd und wird, zumindest bei starken Prellungen oder einer Gelenkverstauchung, eingesetzt. Um die betroffene Stelle direkt zu behandeln, ist Beinwell oft der Hauptbestandteil von natürlichen Heilsalben. Die Pflanze mag es feucht und nährstoffreich. Wegen der tiefen Wurzeln sollten Sie die Pflanze nur in sehr hohen Beeten anpflanzen. Melisse. Beheimatet ist die Melisse vor allem in den Regionen am Mittelmeer. Sie duftet nach Zitrone und ist als Allheilmittel bekannt. Schon die Römer und Griechen nutzten die Pflanze für allerlei Beschwerden. Auch heute noch werden die luftgetrockneten Blätter auf diverse Weise eingesetzt. Zitronenmelisse gibt es beispielsweise als Tee oder auch ätherisches Öl. Die Pflanze hilft bei Schlafbeschwerden und körperlicher Unruhe sowie Angstzuständen. Aber auch bei Magen-Darm-Krankheiten oder Krankheiten der oberen Atemwege hilft regelmäßiges Teetrinken. Die Melisse mag es windstill und sonnig, nährstoffreich sollte der Boden sein und dabei nicht zu trocken. Johanniskraut. Auch das Johanniskraut zählt zu den beliebten Heilpflanzen. Bereits vor 200 Jahren entdeckte man die positive Wirkung auf den Gemütszustand. Inzwischen ist dieser auch wissenschaftlich nachgewiesen. Das Johanniskraut kann also bei mittleren depressiven Phasen eingenommen werden, hilft aber auch bei Stress und seelischer Unruhe. Menschen, die also einen psychischen Ausgleich suchen, können auf diese Heilpflanze zurückgreifen. Auch ist Johanniskraut ein Hilfsmittel bei der Wundversorgung und ebenso bei leichten Hautreizungen. Sie erkennen die Pflanze an ihren gelben Blüten und winzigen Drüsen, in denen das heilende Öl enthalten ist. Im Garten können Sie das Johanniskraut im Halbschatten anpflanzen. Haben Sie beispielsweise eine Kräuterspirale, dann gehört das Kraut ins obere Stockwerk. Hopfen. Diese Kletterpflanze kann bis zu 8 Meter in die Höhe schießen. Sie benötigen für den Anbau also ein Gerüst oder ein Geländer. Aber auch am Gartenzaun kann Hopfen wunderbar gedeihen und wachsen. Bauen Sie die weibliche Pflanze an, denn sie erhält die heilenden immergrünen Fruchtstände. Für die heilende Wirkung gibt es Hopfen in verschiedenen Formen. Neben Dragees, Tabletten und Tropfen ist diese Heilpflanze auch als Tee erhältlich. Oft findet man Bestandteile in diversen Nahrungsergänzungsmitteln. Hopfen wirkt beruhigend und entspannend. Nervosität und Stress können hiermit bekämpft werden. Die Folge: eine ruhige und erholsame Nacht. Fenchel. Fenchel ist nicht nur als leckere Knolle bekannt. Andere Sorten gehören auch mit ihren heilenden Kräften zu den bekannten Heilpflanzen.
Dazu werden die Samen verwendet, die als Gewürz, aber auch als ätherisches Öl bekannt sind. Zudem gibt es Fencheltee in diversen Kombinationen. Fenchel kann dabei vor allem eines, die Verdauung unterstützen. Die Pflanze löst Magenkrämpfe sanft und diese werden aus dem Körper befördert. Bei Erkältungen wirkt der Tee außerdem schleimlösend. Möchten Sie von Heilkräften profitieren, bauen Sie Bitterfenchel und Gewürzfenchel im Garten an. Fenchel hat aber einige Ansprüche, viel Sonne und Wärme sowie einen nahrhaften und lockeren Boden. Brennnessel. Die komplette Brennnessel steckt voller gesunder Substanzen. Die Wurzel, die Samen, die Blätter und das Kraut sind ein natürliches Heilmittel, das als Kapseln und Dragees, aber auch als Tee und Tropfen zu finden ist. Während die Samen und Wurzeln bei Prostatabeschwerden helfen können, wirken das Kraut und die Blätter der Brennnessel bei Beschwerden mit der Blase oder Harnwegsinfekten. Aber auch Rheuma oder Gliederschmerzen können mit den Kräften dieser Heilpflanze behandelt werden. Brennnessel gibt es zuhauf. Vielleicht haben Sie bereits welche im Garten. Vorsicht aber bei der Ernte, denn mit dem Brennhaaren sind wir ja wahrscheinlich alle schon einmal in Berührung gekommen. Baldrian. Im Gegensatz zu vielen anderen Heilpflanzen ist die Wirkung von Baldrian allseits bekannt. Baldrian dient zur Beruhigung und zur Vermeidung von Stress. Durch die entspannende Wirkung wird außerdem ein erholsamer Schlaf gewährleistet. Die Staude ist widerstandsfähig und wird über einen Meter hoch. Zur medizinischen Weiterverarbeitung wird zunächst die Wurzel getrocknet. Tropfen oder Dragees wirken besonders schnell, aber auch Tees und Öle entfalten eine beruhigende Wirkung. Baldrian mag es feucht und wächst oft an Flussufern. Sorgen Sie also für viel Wasser. Die Ringelblume. Bei der Ringelblume handelt es sich um eine Sommerblume und einen Korbblütler. Allein die Blüten werden für medizinische Zwecke verwendet. Kleinere Wunden oder Hautentzündungen können mit der Ringelblume behandelt werden. Auch Sonnenbrände vermag man so auf natürliche Weise zu lindern. Sogar Wunden im Mundraum kann man mit der Kraft der Ringelblume heilen. Das Extrakt findet sich oft in Salben wieder. Zu kaufen gibt es aber auch Tinkturen oder die Blüten selbst. Ringelblumen können Sie unbedenklich in Ihrem Garten anbauen. Sie gedeihen ohne jeglichen Aufwand und an allen möglichen Standorten. Thymian. Während Thymian in der Natur auf Wiesen zu finden ist, haben Sie die Möglichkeit, das Kraut auch auf der Fensterbank in einem Topf zu pflanzen. Denn Thymian wird nicht ausschließlich für heilende Zwecke genutzt. Auch als Gewürz ist das Kraut allseits bekannt und beliebt. Erkennen können Sie Thymian an den rosaroten Blüten. Die Pflanze ist oft ein Bestandteil von Hustensäften oder Bronchialtees. Das ätherische Öl kann aber auch zur Inhalation genutzt werden. Thymian wirkt nämlich besonders gut bei Erkrankungen der Atemwege, löst den Schleim und hilft beim Abhusten. Salbei. Leiden Sie neben Husten außerdem an Halsschmerzen, ist Salbei eine gute Ergänzung. Am besten entfaltet der Salbei seine Wirkung in einem Aufguss. Ohne weiteres Zutun können Sie die getrockneten Blätter als Tee verwenden. Die Pflanze ist bekannt für ihre filzigen und dunkelgrünen Blätter. Pilze und Bakterien in Rachen und Mund werden mit Salbeitees effizient bekämpft. Auch Störungen bei der Verdauung können durch einen Tee gelindert werden. Salbei kann wie Johanniskraut relativ weit oben in der Kräuterspirale gepflanzt werden, weil auch diese Pflanze es gerne sonnig und warm mag. Lavendel. Die violetten Blüten bekommen wir nur im Sommer zwischen Juni und August zu sehen. Um die beruhigende Wirkung zu erhalten, trinken Sie einen Lavendeltee oder nehmen Sie ein ausführliches Lavendelbad. Da der Duft für die Entfaltung und das Wirken verantwortlich ist, sind Räucherstäbchen ebenfalls eine gute Alternative. Stress und Nervosität gehören dann der Vergangenheit an. Außerdem steigert Lavendel ihre Konzentration. Lavendel benötigt als Pflanze viel Sonne und Wärme. Die Pflanze kann sowohl in einem Blumentopf als auch an einer Mauer oder im Beet wunderbar wachsen. Weißdorn. Weißdorn wirkt Wunder bei älteren Menschen und Menschen mit Herzschwäche. Einfache Kreislaufprobleme können mit dieser Heilpflanze gut ausbalanciert werden. Denn Weißdorn senkt den Blutdruck und erhöht gleichzeitig die Blutmenge, die das Herz befördert. Dadurch wird auch der Sauerstoffgehalt im Blut gesteigert. Die Pflanze wirkt nur in entsprechenden Mitteln wie Dragees, Tabletten oder Tees. Allerdings muss man sagen, dass Weißdorn eine Pflanze ist, die nicht unbedingt in jeden Garten gehört. Die große Hecke findet sich oft in Naturschutzgebieten oder großen Parkanlagen. Goldrute. Die Goldrute macht ihrem Namen alle Ehre. Die gelben Blüten ragen hierzulande bis zu einem Meter in die Höhe. In Nordamerika kann die Goldrute sogar 2 Meter hoch wachsen. In manchen Gärten hat sie sich ohne Vorwarnung bereits angesiedelt. Wenn nicht, dann achten Sie auf lehmige und sandige Böden und einen sonnigen Platz. Die Heilpflanze wirkt vor allem im Blasen- und Nierenbereich ihre Wunder.
Die Goldrute schafft Abhilfe bei Blasenschwäche, Nierenproblemen und anderen Entzündungen im Harnbereich. Verarbeitet wird sie in Blasen-Nierentees, Dragees, Tropfen und Tabletten. Passionsblume. Ihr Muster ist einzigartig und malerisch. Eigentlich sind alle Teile der Pflanze verwertbar, darunter auch die Früchte. Das Kraut wird getrocknet und kann als Tee getrunken werden. Die heilenden Bestandteile sind auch oft in Medikamenten zu finden oder auch in kombinierten Nahrungsergänzungsmitteln. Die Passionsblume hilft bei Panikattacken und Angstzuständen und erleichtert das Einschlafen. Da die Pflanze aus tropischen Gebieten stammt, würde sie den Winter in unserem Breitengraden nicht überleben. Es spricht aber nichts dagegen, sie im Sommer anzupflanzen. Knoblauch. Einfacher geht es kaum. Die Knoblauchzehe im Frühling in die Erde pflanzen und fertig. 70 cm hoch kann die Knollenpflanze werden. Und Knoblauch schmeckt nicht nur wunderbar und ergänzt viele Gerichte, er ist auch noch ein heilendes Wunderwerk der Natur. Bei Erkältungen wirkt Knoblauch lindernd und hilft bei Schnupfen und Husten. Im Alter senkt er den Blutdruck und baut Cholesterin ab. Zudem können Ablagerungen in den Venen abgebaut werden. Ihr Herz und ihr Kreislauf werden sich für den regelmäßigen Genuss bedanken. Rosmarin. Bleiben wir in der Küche. Rosmarin ist natürlich ein Gewürz, das vielfältig eingesetzt werden kann. Aber auch die äußere Anwendung wirkt positiv auf den Körper. Rosmarin kann ebenso Muskelschmerzen und Gelenkprobleme lindern. Dazu wird das Extrakt in Salben und Ölen verarbeitet. Außerdem hilft Rosmarin bei der Verdauung. Rosmarin ist immergrün und an den nadelförmigen Blättern sehr leicht zu erkennen. Sonnenhut. Wer sein Immunsystem stärken möchte, sollte zu Sonnenhut greifen. Auch Blasen- und Harnwegreizungen kann diese Heilpflanze lindern. Ursprünglich stammt der Sonnenhut aus Nordamerika. Er kann aber ohne weiteres auch bei uns angepflanzt werden. Bienen und Schmetterlinge werden sich bei ihnen bedanken. Ein nahrhafter Boden ist aber Voraussetzung für das Wachstum. Kaufen können Sie Sonnenhut in Form von Tabletten, Säften oder Heilsalben. Und die letzte Heilpflanze, die Sie in Ihrem eigenen Garten anbauen können und sollten, ist die Kamille. Kamillentee gehört zu den beliebtesten Teesorten überhaupt. Er unterstützt die Verdauung, hilft bei Beschwerden im Magen- und Darmbereich. Aber Kamille wird auch oft im Mundraum zur Heilung eingesetzt. Ist man erkältet, hilft der Tee ebenso. Kamille hat viel Ähnlichkeit mit Gänseblümchen und wächst auf wilden Wiesen. Ihre Blüte hat die Kamille von Mai bis in den späten September hinein. Neben Tees gibt es auch Sitzbäder, Mundspülungen, Tinkturen und Tropfen. Kamille ist eine von vielen Heilpflanzen, die wahrlich vielseitig einsetzbar sind. Vielleicht entschließen Sie sich nun, die eine oder andere der von uns aufgezählten Heilpflanzen selbst anzubauen. Falls es mit dem Anbau nicht klappen sollte, gibt es aber auch alle oben genannten Heilpflanzen auch in anderer Form zu kaufen. Es ist nie zu spät, die Kraft der Natur für sich zu entdecken und zu nutzen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.